Tag zusammen und willkommen auf pepperitis.de. In dieser Folge Basteln am Waschel geht es um die Software Multi-Eco-Scan und wie man damit die Reifendruckschwellwerte ändert bzw. den Gurtwarner deaktiviert. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich glaube, jeder Besitzer eines neueren Wohnmobils auf Fiat oder Peugeot Boxer oder Citroën Jumper kennt das Problem, dass die Hersteller einen Reifendruck von 5,5 bar vorschreiben, obwohl die Reifen, die da montiert sind, für deutlich weniger bar geeignet sind. Gerade bei 16 Zoll Reifen 5,5 bar drauf zu machen, halte ich persönlich für extrem übertrieben, denn sie fühlen sich dann an wie Vollgummireifen. Man merkt also jede Querrille, der Aufbau scheppert und für den allgemeinen Fahrkomfort ist es auch nicht so schön. Zudem glaube ich, dass voll aufgepumpte Reifen in der Größenordnung nicht die optimale Bremswirkung haben. Dazu gibt es im Netz oder auch bei Partnern eine Reifendrucktabelle. Und bei unseren Weinsberg Gara Kompakt Edition Pepper sind Conti-Reifen serienmäßig aufgezogen. Und anhand dieses Beispiels möchte ich dann mal erklären, wie man den Reifendruck per Software senken kann. Denn Fiat baut Schwellwerte ein. Man kann nicht also einfach den Luftdruck senken. Und dann bekommt man nämlich eine Fehlermeldung. Und das ist schon ziemlich nervig, wenn man im Cockpit immer ein Lämpchen leuchten hat. Gut, als allererstes sollte man wirklich genau gucken, wie viel Achslast habe ich denn auf meinem Wohnmobil. Und dazu fährt man am besten auf der Waage oder als erstes hilft vielleicht erstmal ein Blick in die Papiere. Und da steht bei unserem Wohnmobil also als maximale Achslast 1850 Kilo. Und da kann man jetzt in dieser Tabelle auf Seite, das ist hier Seite 90 und 91, da ist unser Reifen. Und auf der nächsten Seite, analog dazu, kann man dann die Reifendrücke entsprechend ablesen. Das wäre dann hier in dieser Spalte. Man sieht, okay, 5,5 bar hier oben, das würde ausreichen für eine Traglast von 2,5 Tonnen auf der Vorder- oder Hinterachse. Und das ist doch, wie man sieht, erheblich zu viel. Ich meine, wenn das der Reifenhersteller schon entsprechend austestet, dann kann man sicher sein, dass der Reifen dann auch wirklich hält. Also wenn man dann, sagen wir mal, auf 1850, wenn wir hier 1850 maximale Achslast haben, baue ich noch eine Sicherheitsreserve ein und gehe auf 1940 auf der Hinterachse und naja, vorne werden wir kaum über 1840 Kilo kommen und dann würde sich daraus ein Luftdruck gegeben von hinten 4 bar und 3,75 mit großzügigen Sicherheitsreserven. Gut, jetzt muss man natürlich diese Schwellwerte noch anpassen. Und dazu habe ich mir eine Software runtergeladen, und zwar die Multi-Eco-Scan heißt die. Und ich verlinke das dort auch entsprechend, genauso wie diese Listen, die es von Michelin und von Conti im Netz gibt, wo man dann nochmal seine Reifengröße nochmal überprüfen kann. Und diese Multi-Eco-Scan ist erstmal kostenlos, ja. Aber um die wirklich nutzen zu können, muss man dann diese registrieren und das kostet aktuell 50 Euro, ist aber in einer Minute gemacht und ja, hat sich eigentlich schon rentiert, wenn der Händler das nicht als Service sieht, diese Einstellung zu ändern, sondern dafür Geld nimmt. Und in der Regel geht das so um 50 Euro. Und hier hat man dann eben noch die Möglichkeit, mit dieser Software auch noch alles Mögliche auszulesen, Fehlerdiagnose und so weiter und so fort. In diesem Video möchte ich mich aber darauf beschränken, nur diese Einstellungen da entsprechend vorzunehmen. Dazu wird dann ein dieser USB-2-Adapter mit der USB-Schnittstelle verbunden, jetzt in diesem Falle mit dem Notebook.
Dazu gibt es dann noch einen gelben Adapter, der dann so zwei, drei Pole vertauscht. Und damit man da entsprechend Zugriff drauf hat. Auch da verlinke ich dann noch die entsprechenden Adapter, die es da gibt. Gut. Ja, zunächst, wenn man das die Software runtergeladen hat, den Adapter eingestellt hat, registriert hat, dann, das wird eigentlich alles ganz gut im Netz erklärt, dann muss man noch das Interface entsprechend einstellen. Ich habe jetzt diesen hier, habe das auf COM5 gesetzt und dann kann man das mit Test dann entsprechend überprüfen, ob alles in Ordnung ist und geht dann auf entsprechend OK. Das war's dann im Prinzip. Bei mir hat er diese virtuelle Schnittstelle COM5 nicht sofort gefunden oder beziehungsweise hat die einmal kurz geblockt. Das war aber mit einmal Herausziehen der USB-Schnittstelle und wieder Einstecken behoben und dann konnte es weitergehen. Ja, dann wählt man das entsprechende Fahrzeug aus. Jeder weiß, das basiert alles auf Fiat Ducato, ob Peugeot Boxer oder Citroën Jumper, Typ 290, ob man jetzt den 2,3 oder 3 Liter Multijet auswählt, ist im Prinzip egal. Also hier oben auf Fiat dann auch das entsprechende Modell. Und beim nächsten Start der Software taucht auch genau wieder das Modell, was man sich ausgesucht hat, ganz oben auf. Und das geht dann entsprechend einfach. Gut, ja, fangen wir damit an. Wie kommen wir da jetzt hin? Was müssen wir tun? Wir gehen also auf andere Steuerungen hier unten und sehen da schon Tire Pressure Control, TPMS, Schrader, 2-3 Achsen. Das, dann geht man hier auf entsprechend die Verbindung mit F10. Er verbindet dann zum Steuergerät. Man sieht, die Zündung sollte natürlich auf anstehen, auf MAR. Das ist eine Schlüsselumdrehung, also ein Tacken in dem in der Schlüsselumdrehung. Und dann hat man entsprechend Zugriff darauf. Ja, wie gesagt, man kann hier dort Fehler auslesen, die entsprechenden Parameter natürlich ansehen, wie es jetzt gesetzt ist. Ja, ich habe da schon mal ein bisschen rumexperimentiert und mal einfach so eingesetzt. Die werde ich jetzt noch ein bisschen anpassen. Und da wird bei euch beim ersten Mal wahrscheinlich irgendwas mit 5 oder 5,5 Bar stehen. Das ist dann dieser Referenzwert, der Schwellwert. Wenn der unterschritten wird, dann schlägt eben diese Anlage oder beziehungsweise schlagen diese Konnektoren Alarm, dass eben der Reifendruck zu niedrig ist. Gut, und diesen Schwellwert, den kann man ganz einfach 7 einstellen. Oben mit F7 und dann kann man diesen Bezugsdruck einstellen. Hier sieht man das ja schon mal, dass das nicht unbedingt alles richtig ist, was da steht. Gut, dann geht man unten auf Ausführen und dann wird noch mal gesagt, ja, lesen Sie die entsprechenden Hinweise. Wir sind jetzt bei Bezugdruckräder vorn. Wir stellen den jetzt mal auf 3750 ein. Also 3,75 Bar vorne. Er besteht, das kann man dann eben nochmal bestätigen. Das dauert dann eine Sekunde. Man bestätigt nochmal, macht das Ganze jetzt nochmal mit hinten. Ausführen. Wieder alle Hinweise lesen, haben wir natürlich getan. Hier setze ich den jetzt mal auf 4 Bar hoch mit der entsprechenden Sicherheitsreserve. Bestätige das nochmal. Gut, so, das Schöne ist, man kann das eben auch noch mit warmen Reifen machen. Ups, 2750 haben wir gesagt, so. Okay. Jetzt noch hinten. Gesagt, dann nehmen wir 4. Bestätigen das. Und fertig. Ja, das war es im Prinzip. Man kann das jetzt natürlich die Parameter hier nochmal anschauen und sieht dann hier, dass wir jetzt diese auch entsprechend geändert haben und kann dann entsprechend die Verbindung trennen und das ist jetzt im Steuergerät hinterlegt. Das heißt jetzt,
erstens das Ganze natürlich auf eigene Verantwortung, logischerweise. Und da muss man schon genau hingucken und auch für sich selber entscheiden, ob man das wirklich so haben möchte, ob man mit Betonreifen rumfahren will oder den Reifenhersteller glaubt, dass die Angaben entsprechend richtig sind. Deshalb macht ihr das natürlich auf eigene Gefahr. Bei der Software wird da auch explizit nochmal darauf hingewiesen, dass alle Einstellungen natürlich auf eigene Gefahr sind. Ja, ich kann da auch keine Verantwortung für übernehmen, logischerweise. Gut. Oh, da ist mir doch tatsächlich die Speicherkarte vollgelaufen. Ja, ein weiteres Ärgernis, was ich zumindest als solches empfinde, ist dieser Gurtwarner, der eben schon losgeht, wenn man auch nur einen Gang einlegt. Also gerade so beim Rangieren oder extrem langsam fahren, ist das total nervig, wenn der da rumpiepst. Und das kann man aber auch in dieser Software abschalten. Und das will ich euch mal kurz zeigen. Also man geht dann einfach hier auf Armaturen, Instrument, Panel, Marelli, verbindet dann damit. Und da kann man unter Einstellungen Deaktivierung, Alarm, Sicherheitsgurt nicht angelegt, einfach auf Ausführen gehen. Und dann kann man eben bei Parameter nachher sehen, Alarmsicherheitsgurte ausgeschaltet. Gut, das soll es erstmal hier mit der Software gewesen sein. Also man sieht, das ist eigentlich kinderleicht. Das Schöne ist, es gibt das auch als Alpha OBD für Android-Geräte oder eben als Multi-Echo-Scan für iOS. Allerdings hatte ich immer Probleme mit den Adaptern und ich habe es eben auch ausprobiert mit Android. Ich habe dann noch so ein etwas älteres Handy gehabt und mit Apple und habe ich es auch gehabt und da muss man Wi-Fi-Adapter haben. Und ja, es hat nicht so hingehauen, deshalb habe ich mich entschlossen, das Ganze eben einfach mit dem Notebook zu machen. Hat man ja auch eh immer dabei und so oft muss man ja auch nicht ran. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, welche Adapter ihr benötigt, wie die aussehen und wo man sie anschließt. Und dann könnt ihr das prima nachmachen. Wie gesagt, alles auf eigene Gefahr. Ja, was benötigt man und wie wird es angeschlossen? Zunächst braucht man natürlich einen entsprechenden USB auf USB 2 Adapter. In der Regel eben diesen ELM 327. Dieser ist optimiert für dieses Multi-Echo-Scan und diesen gelben Adapter für Fiat. Dieses Steckerkonsortium schließt man dann unten links neben dem Fahrersitz in dieser Box an. Da sieht man unten diesen gelben Stecker. Da wird das einfach draufgesteckt, mit dem Notebook verbunden. Und danach dreht man den Zündschlüssel auf Stellung MAR und dann ist die Software einsatzbereit. Ja, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.